Okay, schlagen wir noch eine Folge raus. Den Troll machen wir später. Erstmal reden mit Katha. Ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen. Und was die Nahrung angeht, naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Dieser Platz bietet genug Schutz, sodass du die nächsten Tage am Leben bleibst. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Sagen wir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Ich bin frei und gehe, wohin ich will. Mach dich nicht lächerlich. Wenn du frei bist, warum bist du dann hier? Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil. Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Das Urteil eines Warlords ist niemals falsch. Man kann sich dem nicht entziehen, vertrau mir. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Mir sind hier die Hände gebunden. Pack deine Sachen, ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Du willst mir also helfen? Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Reden hilft uns da nicht weiter. Dann denk nach. Das tue ich schon. Nicht so ungeduldig. Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Was ist mit Alric? Er scheint deine Bedingungen zu erfüllen. Du kennst ihn. Er wäre wirklich eine gute Wahl. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Gut. Falk ist auch wieder zurückgekehrt, Falk. Ja, du bist jetzt Falk, Junge. Ich glaube, ich mein Spitzer-Kino hat mir schon das Kind gehört. Ups, Spoiler. Nein, gar nichts. Bett! Schlafen. Bin auch schon müde. Die Augen sind wahrscheinlich schon wieder rot. Gar nicht so übel hier, oder? Ja, verdammt, ziemlich geil eigentlich. Hätte man sich dran gewöhnen. Sehr friedlich. Und sehr großzügig. Nette Gesellschaft. Kata ist auch cool. Mal ein Tunlehrer namens Kata. Bisschen anders geschrieben. Zu einfach. Und so ein Mann. Ich glaube Kajak, bin mir nicht sicher. Schwimmlehrer, glaube ich. Hey du, du hast was zu sagen. Wir sehen uns später. Nein. Vielleicht. Kann sein. Viel gratis Wein hier. Ich habe gesagt, gute Loot, gute Loot. Der Troll da unten interessiert keiner. Vielleicht ein Haustier. Da gibt es doch noch eine Quest. Vielleicht kommt die erst später. Kann ja sein. Macht dazu gerecht. Lass mir nah die Viecher dran leben an dem Nebendorf. Ich glaub, der Troll. Die Mission kommt erst später. Wir müssen zuerst noch zu den Separatisten. Aber zuerst. Berg, Troll, flach. Und dann zurückschwimmen. Dafür nehme ich meinen Wolf gleich mit. Kann ich nochmal danach schlafen gehen. Effektiv spielen. Maximal Ausdauer, Stärke. Schau, schau. Upgrades, Leute.
wollte ich. Hat Leben verloren. Attack the Scenic Road. Raum zum Berg. Das Wasser blascht laut. Keine Chance. Mein Dreikasten ist geglitscht, habe ich gerade gesehen. Vielleicht für eine Belohnung, weil ich den Unhold abgenommen habe. Jo, hab den Unhold abgenommen. Halt die Ohren steif. Nein, krieg ich nicht. Laufen gehen wollte ich. Wo bleibt sowieso neben und gibt Rückendeckung. Oh. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Wir könnten uns auf die Bank setzen, uns Zeit nehmen. Und dann ist das ein breiter Weg zurück. Ich will mal nicht schneller. Man braucht Ausdauer, though. So viel Ausdauer. Ja. Ich habe mir direkt, nachdem ich diesen Part aufgenommen habe, ein paar Teile rausgeschnitten vom letzten Part. Die Ray-Teile, wo er wieder ein bisschen rumgeklitscht ist. Also ich schätze, ich werde noch eine Ray-Montage zusammenbekommen. Weil Leute sich an die erinnern können. Hauptgrund, warum ich Ray mitnehme und nicht Park. Einfach am lustigsten ist, wenn er klitscht. Große kleine Kritter. Okay. Wolf ist tot. Map. Oh, da haben wir wieder was. Fighten. Ich verschiebe gerade die nächste Mission so weit wie es geht nach hinten. Ich weiß, es wird ein Selbstmordkommando. Es ist immer mit dir. Der Sonnenuntergang schaut ziemlich cool aus. Ein bisschen ein Helix. Ein bisschen ein Ray? Nee. Ich habe jetzt ziemlich viele Heiltränke bekommen. Was sind die kleinen? 10 Stück, wer damit? Und dann rein in den Kampf da drüben. Dann geht's so weit weiter. Weit weiter. Warum nicht? Wo ist er? Ich glaube, er war hier oder links hier drüben. Da ist der Torwart. Muss ich Kaya dann, glaube ich, mitnehmen. Komisch, dass der Dollar nicht steht. Okay, Team. Wir sind auf Spinnen zerstört, Chiti. Gute Arbeit, Team. Wow! Verdammt! Ich darf nicht die Granaten. Ach, ich darf das alles nicht verbrauchen. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir.
Ach, das alles für die nächste Mission. Ich weiß es. Er zielt schon irgendwohin mit seinem Schlag. So, er zielt irgendwohin. Auto anzielen, ne? Hat echt, ne? Was stimmt mit dir nicht wohl? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, weil wir den Typ da oben angehen. Und der Wolf sich wahrscheinlich wieder aus dem Kampf zurückzieht, auf den Baum raufklettert. Es ist sich nicht ausgegangen. Verdammt. Es ist sich nicht ausgegangen, dass ich meinen Dreieckattacke einsetze. Ich habe darauf spekuliert und verloren. Aber ich bin mir sicher, es gibt ein Bett hier. Gute Spinnen. Warte! Freistoß! Nein. Leider nein. Alle, warum ist das verboten? Da lebt doch niemand. Da waren direkt Monster daneben. Tür! Warum haben die Namen, die Typen? Warum habt ihr Namen? Hier liegt viel Loot, das ist schon mal gut. Was, dass ich noch keine Elex-Rüstung gefunden habe. Sollte hier auch nochmal verteilt sein. Okay, es kann sein, dass ich doch kein Bett finde. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Oh! Das geht nicht. Grad. Habe ich gerade riskiert bei dem Fall. Goddammit. Professor Ray. Sah auf dich, weil du die ganze Zeit in meine Loot reingabelst. Meine Elex-Loot. Ring des Kampfes. Ist das der eine Ring? Wertlos. Zwei Hände, ich brauche nur einen Händer. Verdammt. Gibt's ja nicht, dass da kein. Das war alles genau 8, 5, 7, 1. Das hat ja keinen Sinn. 7, 5, 0, 1, 0, 8, 0, 7, 8 waren wir schon, 5 kann das sein. 1 meine ich, meine 9. Habe ich ja gesagt, halt. Probieren Zigaretten. Ja, die Kombi. Er braucht dann schon Klopapier. Wenn er Zigaretten hat. Das gibt viel Sinn, ich weiß. Anscheinend finden wir kein Bett. Nur Zigaretten. Er braucht dann schon ein Bett, wenn er Zigarette hat. So funktioniert das, oder? Ich kann rauchen, aber woher soll ich das wissen? Ich habe eigentlich einen Elex 2 Clip vorbereitet. Mit dem Kind Petra Schläger. Die sagt, was hat sie gesagt? Ich will doch nicht rauchen, bin doch nicht blöd oder irgendwas, will doch nicht trinken.
Habe ich noch nie veröffentlicht. Ich denke, warum auf meinem Speicher. Cloud Reactions. Leute Reactions drüber gehört mit Klatschen und so ein Zeug. War auch nicht so ein guter Edit. Deswegen, ich denke, warum. Ich schätze, wir fressen einfach 30 Stück Trockenfleisch hier. Was haben wir hier bekommen? Sonnenbrille klassisch und modern. Wie schaut die klassisch aus? Hey, gar nicht so schlecht. Ich glaube, oh, sie hat einen Effekt. Sie sieht Leichen. Sehr wichtig. Maschinen. Ah, verstehe. Aber ich kann sie nicht kombinieren. Ich wollte Fleisch essen. Er wird einen Gichtanfall morgen bekommen, der Jax. Da ist so viel Fleisch. Mal schauen, was wir noch finden, bevor wir die nächsten Missionen angehen. Haben wir noch zwei Stück. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Ganz Ausdauer verbraucht. Ich mache mir gerade eine Scenic Route. Den Strand entlang. Da schaut nichts nach was coolen Großen aus. Schaut cool aus. Au, sogar Gift. Und Regen bei mir. Ich weiß nicht, ob das vergiftet ist. Daraus wird nichts. Schade. Vielleicht jetzt? Feigling! Mein Wolf auch nicht mitgekommen und hat auch gewartet. Wie schön für dich, Kleiner. Ich ausgetauscht. Ich warte hier. Ein vergiftetes Weltenherz. Mana. Verdammt, ist das ein Nachtschattenjager? Lager. Ich warte hier. Okay, wir müssen die Dinger herlocken. Ah, er kommt schon. Uff. Ach, verdammt. Er hofft nicht, er hofft nicht, er hofft nicht. Einfach nicht tupfen. Ich hab nicht noch viel. Warte hier. Jetzt kann ich wieder raus. Ja, der Wolf wartet draußen. Sehr schön. Du das, ich sterbe nämlich gerade. Was mit dem Wolf? Verdammt.
Krass hier. Krass. Was haben wir hier im Bett? Das wäre Skulls. Hoffentlich benannte Berserker haben wir hier. Ich weiß nicht, ob die einen Namen verdient haben. Kleine Schlager hier gehabt. Oh ja, Bett. Wenn ich nicht schlafen kann. Anscheinend brauchen sie das Bett nicht nur Zigaretten. So, auch einen Namen? Nein, er hat keinen Namen. Okay, zuerst heilen. Dann können wir nicht vor. Warte schon mal, ich glaube, da gibt es sogar was Gutes. Ich warte hier. Außer Mana. Noch Schattenjäger. Tor. Ray, muss zurückkommen. Ich hab mich getroffen. Hey, Ray ist da. Diesmal fightet er einen Toxin. Sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ja. Und richtig. Da haben wir schon wieder Nachtschattenjäger. Oh. Drei Stück wieder. Die lassen sich Zeit, also kann ich vielleicht was ausrüsten. Nein, da kommen sie beide. Gute Arbeit. Ich hab gerade jetzt ziemlich tief ins Glas geschaut und auf die Fresse bekommen. Mal ein Bett sein, oder? Warte. Offenbar sind Ratten. Verdammt, es sind viele tote Berserker. Zuerst schlafen. Oh. Ray aus dem Weg. Verdammt, Ray. Jetzt kann ich's. Schwerste Truhe ever. Zu einfach. Nein, schwer. Offenbar Seelex. Wir haben alle Tagebücher, die Titten. Und wenn man draußen alleine rumrennt, würde ich trotzdem nicht schreiben. Und zeichnen vielleicht. Geht gerade noch. Verdammt, haben sie den zerlegt. Sein Kopf ist in der Wand. Armer Typ. So, mach was. Nein, nur Stiege. Schauen wir rauf. Hopp.
geben. Hey, ich weiß schon, wo wir sind. Wir sind Thoraxianer. Captain Thorald. Ich glaube, wir sind direkt neben ihm. Krass. Ich will nur den Fast Travel Points. Hey, hey, Captain Thorald. Ich will gar nicht mit ihm reden noch. Da gehe ich noch einmal einen langen Weg mit KR entlang. Oder mit Ray. Oder mit Falk. Lässig, wie im Bilderbuch. Da müssen wir auch noch rüber. Verdammt, es gibt viel zu erkunden. Mal Captain Thorald ignorieren. Also wir kriegen die Katze hin. Wenn wir schon da sind. Ein langes Gespräch. Setzerbogen hier. Wander der Fast Roll Point. Bin doch schon nicht vorbeigerannt. Vorrat, ignoriere mich. Nur beim Looten. Loot, du Krüger und Ressore, verdammt. Oh. 4, 8, 5, 9. 5, größer ist 2, kleiner ist 7. Nein. Dann 1, 7, 5. 1, 1, 8, 1, 8. Vier, neun, eins, acht, das war nichts. Verdammt. Eins, acht. Ich gehe trotzdem nochmal mit 9 hier. Nein, auch nicht. So viele Wahlen haben wir gar nicht mehr. 9, 4, 7, 5. Wirklich? Das war nichts. Da hatten wir doch schon alles. Kann ich 8 nochmal nehmen? Geht doch. Verdammt. Und das habe ich gerade nicht gedacht. Das war verdammt. Wohl nichts. Oh, verdammt. Das war wohl nichts. Oh, verdammt. Okay, ich sehe schon. Zu einfach. Mhm. Apfelschnaps. Auch schön. Ray hängt schon wieder irgendwo rum. Ich hat sich einen Mana-Bart gegönnt. Ah, will ich mit ihm schon reden? Fast Roll Point ist ganz weit unten hier irgendwo. Den Weg runter dann. Das heißt, ich müsste fast den ganzen Weg dann gehen nach dem Fast Roll Point.
und mach das Gespräch ein anderes Mal. Ah ja, ist gar nicht zu weit weg. Hier sollte mal jemand aufräumen. Machen wir gerade. Toter Kritter am Fast Travel Point. Hier. Neues Lied. Mit einem Hit. Weil es keinen Sinn ergibt, deswegen. Weil ich keine Arbeit reinstecken werde. Dann wird es eindeutig immer ein Hit. So weniger Arbeit im Song, umso mehr Hitpotenzial. Keine Waffe. Ich tue gerade nur rum, wie ein Verrückter. Hey, Gegner! Ein bisschen Schrott. Ja. Nur für ein bisschen Schrott. Was wollte ich? Hey. Nein, ich werde hier nicht alles looten. Hier noch so viel zu tun. Ja, neben Questzeit dann. Jo. Ich gehe zurück in die Berserkerstadt für die Nebenmission. Und das wird dann zuerst gemacht. Und ich verkaufe drüben ein paar Sachen und stelle mir Ranks ein und so und Play halt. Ist das schon spät genug? Yay, peace out, neuer Abonnent.